Willkommen zurück zu meinem Let's Play Phoenix White Ace Attorney. Und dann präsentieren wir ihn nochmal die Angel. Warte, warte. Hier, um Gaul zu fangen. Eine Angel? Sie sind jetzt völlig durchgeknallt. Ja, ich meine, ja, es ist eine Angel. Hä? Daran hab ich nie gedacht. Viel Glück. Danke. Das glaube ich jetzt nicht. Oh mein Gott, okay. Keine Hinweise. Dort das Kamera zeigt wie gehabt auf den See raus. Selbst ein Anfänger wie ich sieht, dass die Kamera eine schöne Summe gekostet hat. Ich hoffe, sie wird ihr draußen nicht gestohlen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück zur Kriminalabteilung und leihen uns das letzte Objekt aus. Der mit der Angel können wir nicht viel anfangen, mit dem Hund auch nicht. Es waren nur ein paar lustige Sachen mit dabei, aber wirklich viel geholfen hat das nicht. So, reden. So, da kam schon. Können Sie uns eins der anderen Dinge ausleihen? Ja, na klar, Junge. Aber ich muss Ihnen die anderen wieder abnehmen. Ist so vor sich im Revier. Nun treffen Sie Ihre Wahl. Welche soll es denn sein? Metalldetektor ausleihen. Können wir diesen Metalldetektor ausleihen? Na klar, Junge. Ich bin mir ja nicht sicher, was damit finden werden. Denken Sie daran, Sie jagen ein Ungeheuer. Das ist alles möglich. Einfach alles. Metalldetektor von Inspektor Gamschu ausgeliehen. Bewegen. Quauzi. Bewegen. Strand am Quauzi. Präsentieren. Tut mir leid, Nick. Ich weiß darüber nicht viel. Ich bin doch nur ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Ja, das war irgendwie klar, dass er das sagt. Deswegen bewegen wir uns weiter zum Wald am Grausee. Und schauen wir mal, was die dazu sagt. Hey Lotta, schauen Sie sich mal, das ist ein Metalldetektor. Ich weiß, was es ist. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man Grausee damit aufspüren kann. Außer hätte er die Uhren von irgendwelchen Leuten oder Kleingeld oder sowas gefressen. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Er hat eine Uhr gefressen, oh mein Gott. Okay, dann gehen wir doch mal zum Bootsverleih. Und jetzt kommt der entscheidende Beweis. Nick, er piepst, damit der Detektor hat etwas entdeckt. Zumindest schlägt er laut genug an. Was es auch ist. Es muss dort in den Büschen sein. Sieh mal nach, Maya. Warum ich? Sie war es trotzdem. Punkt, Punkt. Nick, sieh mal. Hä? Eine Sauerstoffflasche? Hä? Das Ventil sieht zerbrochen aus. Ich dachte, es wäre Claudi. Maya, erstens, warum sollte Claudi sich in den Büschen befinden? Und zweitens, warum sollte ein Metalldetektor sich auf ein Siegerungeheuer anspringen? Oh. Hä? Da ist etwas um die Sauerstoffflasche gewickelt. Sieht so aus wie eine Schnur mit Fähnchen. Nun jetzt, wo wir sie gefunden haben, können wir sie ja auch mitnehmen. Die ist schwer. Die Sauerstoffflasche von fraglichem Wert mitgenommen. Diese Fähnchen kommen uns doch alle bekannt vor. Die hängen doch auch hier, nicht wahr? Was? Eine Sauerstoffflasche? Was ist damit? Larry, ich wollte dich zu dieser Sauerstoff etwas fragen. Hast du sie mal gesehen? Gehört sie dir? Sag mal, ist das deine Sauerstoffflasche? Wozu sollte ich denn so ein Ding benutzen? Sieht so aus, dass da eine Schnur mit Fahnen um das Ventil gewickelt ist. Sieht genauso aus wie die Schnur, die um das Stiel-Samurai gewickelt ist. Muss ein Zufall sein. Solche Schnur gibt's heute doch an jeder Ecke. Zum Beispiel in Grundschulen. Was? Und bei ge was gebracht? Gebrauchtwagenhändler. Was sollte ich denn
eine Sauerstoffflasche brauchen, um etwas aufzublasen. Du hast sie benutzt, um den da damit aufzublasen, nicht wahr? Was aufzublasen? Was denn sonst? Diesen großen, bauschigen Stiesamurai. Nun, warum würdest du mir wohl so eine Frage stellen? Sieht so aus, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Punkt, Punkt. Okay, okay. Nun ja, sieh mal, der Kompressor, den ich sonst immer benutze, war hinüber. Deshalb habe ich in der Sauerstoffflasche versucht. Nur ein einziges Mal. Und das ist nicht ganz so toll gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Die Flasche weglegen, mehr über die Flasche fragen. Das ist nicht ganz so toll gelaufen. Ja, könntest du vielleicht ein bisschen genauer sein? Ach komm schon, sieh mal, das ist ganz schön peinlich, deswegen möchte ich nicht darüber reden. Sag's uns. Punkt, Punkt. Na gut, was soll's. Wie ich schon sagte, der Kompressor war defekt. Also nahm ich die Flasche und versuchte damit, den Samurai aufzublasen. Und dann, paff. Das Ventil wurde aufgesprengt und machte diesen unglaublichen Lärm. Und diese Flasche hob ab wie eine Rakete und nahm dabei meinen armen, luftleeren Stiesamurai mit. Was? Hinaus auf den Guauzee? Mir ist jedenfalls ein ganz schöner Schreck in die Lieder gefahren. Reden. Fliegende Flasche. Die Sauerstoffflasche und der Stiesamurai sind all zusammen davongeflogen. Was ist dann passiert? Nun, als das so etwa am 20. Dezember oder so passiert, 20. vor einer Woche also. Nun, soweit ich das erkennen konnte, flog die Flasche in den See. Wann wurde das Foto gemacht? Nun, soweit ich das erkennen konnte, fliegt die Flasche in den See. Also bin ich jeden Abend mit dem Boot rausgefahren, um sie zu suchen. Ich meine, schließlich hatte ich den Stiesamurai von Kianze bekommen. Und wann hast du sie dann gefunden? Erst vorgestern Abend. Sie war so weit rausgeflogen, ich habe volle 4 Tage gebraucht, um sie zu finden. Vorgestern Abend war doch die Mordnacht. Tut mir leid, dass ich es dir nicht erzählt habe, Nick. Ich war tatsächlich in der Nacht des Mordes hier. Aber verstehst du, ich bin vor Mitternacht nach Hause gegangen. Du hast also nicht mitbekommen, was passierte. Nein. Das ist echt schade. Das ist gar nicht so schlecht. Wenigstens haben wir ein Rätsel gelüftet. Ein Rätsel? Vielleicht sollten wir es ihr sagen. Also, Gaudi hat es niemals gegeben. So, bald am Guauzee. Tja, ich muss wohl sagen, dass ich rein gar nichts darüber weiß. Es ist unglaublich leicht zu erkennen, wenn Lotta etwas völlig egal ist. Ah. Oh. Crowdy. Nun, Herr Anwalt, ich habe die Info, die Sie so dringend brauchen. Haben Sie denn schon den Crowdy-Killer für mich? Crowdy gibt es nicht. Lotta, so was wie Crowdy gibt es einfach nicht. Was? Wie können Sie sich da so sicher sein? Wirklich, Nick? Haben Sie einen Beweis dafür, dass Cody nicht existiert? Der Beweis dafür, dass Cody nicht existiert, ist hier. Natürlich habe ich einen Beweis. Kein Anwalt, der seine Marke würdig ist, würde jemals etwas ohne Beweis behaupten. Hier ist der Beweis, dass Cody nicht existiert. Larrys Sauerstoffflasche? Was machen Sie denn mit der Sauerstoffflasche da? Das ist Crowdy. Was? Was willst du denn damit sagen, Nick? Hier in der Nähe ist ein Hotdog-Bude. Dort befindet sich eine riesige aufgeblasene Samurai-Attrappe. Vor ungefähr einer Woche hat ein mit mir befreundeter Idiot versucht, sie aufzublasen. Er hat dazu diese Flasche benutzt und als der Ventil zerbarst, flog sie in den See. Anscheinend gab es ein ziemlich lautes Peng, als sie losflog. Ein Peng? Die Flasche fiel zusammen mit dem immer noch
luftleeren Samurai in den See. Zur selben Zeit machte ein Pärchen ein Foto von dem See. Dieses Foto hier. Moment, du behauptest also, dass Quaudi eigentlich der Stiefsamurai ist? Punkt, 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 Punkt. Na, das ist ja eine tolle Methode, um den Traum als Mädchen zu zerstören. Tut mir leid, Lotta. Nee, ist schon okay. Sie haben gewonnen. Ich habe Ihnen die Info... Ich gebe Ihnen die Info, wie ich es Ihnen versprochen habe. Arme Lotta. Fallinformationen. Ja, was sind das denn jetzt für Informationen? Nun, dann geben Sie uns die Informationen, die Sie haben. Versprochen. Ist versprochen, heißt es wohl. Ich habe gehört, wie die Polizistin hier etwas über den morgigen Zeugen sagten. Sie sagten, es sei der Eigentümer des Bootsverleihs. Den Weg hier runter. Bootsverleih? Ist dort denn jemand? Der sieht doch so verlassen aus. Nur so ein alter Kauz, der dort ganz allein lebt. Sie sollten sich das mal ansehen. Danke, Lotta, das werden wir. Lass uns losgehen, Nick. Moment noch. Gibt's noch etwas? Ja, in der Nacht des Mordes. Da hat meine Kamera zweimal geklickt, wissen Sie? Moment mal, dann haben Sie also noch ein Foto? Nun, tja, das ist überhaupt nichts dafür drauf. Da ist überhaupt nichts drauf, nur der See. Ich dachte mir, es wäre als Beweis kaum zu brauchen. Also habe ich es verschwiegen. Nun, vielleicht ist es nicht sehr hilfreich, aber hier nehmen Sie es. Zweites Seefoto zu Kreuzakt hinzugefügt. Tschüss. Dann geben Sie auf sich acht. Für mich ist es an der Zeit, zusammenzupacken und zu fahren. Punkt, Punkt. Arme Lotta. Das ist alles Larrys Schuld. Die Legende lebt noch weiter, denke ich. Die Legende? Ja, die Legende von Larry, der allen, der ein Begriff ist, die ihn ein wenig kennen. Ist was faul, war's der Butz. Hm, jemand sollte mal auf den Butz hauen, um ihn flott zu machen. Was? Okay. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns auch zum Strand jetzt nochmal. Dann bewegen wir uns zum Bootsverleih. 26. Dezember, Bootsverleih. Hey Nick, das ist der Bootsverleih, von dem Lotta erzählt hat. Du hast recht, scheint niemand hier zu sein. Nun lass uns trotzdem mal nachsehen. Ja, aber nachsehen tun wir erst im nächsten Video und deswegen speichere ich schnell hier. Und zwar auf Nummer 3. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!